Sehr schön, kommen hier bei Muländer, bin ich Six, so ja, angezockt, ja, Demo von April 2022, einfach so, PlayStation 4. Ah, ja, war ganz, ganz, ganz interessant. Ja, was kann man hier spielen? Auf jeden Fall, jetzt ist man hier, hier ist ein UFO. Wahrscheinlich gibt es später noch andere Flugobjekte, weiß ich nicht, also wie gesagt, hier ist eine Demo. Ehrlich gesagt, genau, um was da geht, ja, keine Ahnung, verstehe ich selber nicht. Hier ist eine außerirdische Crew. Und ja, was passiert ist überhaupt, wird hier entführt oder was ist? Wie war da, sieht man, ein Alien ist man da in einem UFO drin. Mu, cool. Gefunden. Okay, angepuppt. Okay. So, er gibt Treibstoff, gut. Also durch Furzen kriegt man Treibstoff, ja klar, ist ja Methan, Methan drin, klar. So, ich bin im Hintergrund, mein Erzfeind, naja. So, auf jeden Fall fliegt man jetzt hier rum. Muss, ja, Fallen und sowas ausweichen und, ich hab den Level mal gepackt. Ganz am Ende kommt da irgendwas so wie eine Art Endgegner oder irgendwas, keine Ahnung, nicht mehr weiter, hat schon natürlich auch keinen Nerv mehr. Also sonst sieht der Anfang fand ich recht, cool. Aber hier muss man ein bisschen aufpassen. We are alive, so I consider this landing a success. Ja, was? Ein Truthahn, was fliegt da? Ja, let's find the missing parts. Ja, muss man halt hier wahrscheinlich hier Ersatzteile oder irgendwas finden für das Raumschiff. Kam da ja gerade im Hintergrund. So, dann hat man noch hier so Bälle. Die kann man anschieben, aber nicht so wie ich das mache. Also normalerweise muss man jetzt hier unter der Zacke, wo da hinten ist. Das ist so eine Zacke da oben. Man muss da sehr sich nähern, dann fliegt die runter und durch die Explosion wird der Ball dann nach rechts fliegen. Du hast wahrscheinlich jetzt hier im Video rauschelt erstmal am Anfang noch nicht. Ja, natürlich noch nicht. Na klar, dauert erstmal, bis ich das richtig gerafft hat, aber später hat es gerafft. So, und das geht ja jetzt gar nicht mehr, weil da, ja, die Kugel war jetzt da in der Kerbung, aber da drin. Ja, das war schon wieder falsch. Irgendwann rauschelt aber mal, irgendwann mal. So, jetzt soll ich noch anschieben, ja. Ja gut, alles klar, Sachen passieren halt. Also wird auf jeden Fall gleich mal hier gescheckt. Da, so, ab jetzt habe ich schon mitgekriegt, auch mal selber, hä? Da. Ja, so, nur so geht das dann halt weiter. Davon kommen jetzt so ein paar Stellen hier mit zu bellen. Ich mach dann, ja, Doppelherz. Ja, ne, die machen alle Weg frei, oder was heißt das? RWE? Ja, na, auch nicht. So. Was hat? Ja, weiß ich nicht, Heilschanz, also man kann schon noch heilen. Also unten links ist die Energieanzeige. Der Rest, keine Ahnung, was das gerade war. Jetzt kann ich noch eher noch Upgrades kann man noch machen. Ja, darf nie. Puff, ja, ist klar, da die Tür geht jetzt noch nicht auf. Ich muss jetzt quasi da runter, wohin mich die Kugel hier, RWE machen den Weg frei, wo ich die Kugel hingebracht hat, so die kann ich nicht mehr benutzen. Hey, was war hier mit dem Stein? Weil ich unten mehr. Ah doch, den kann man jetzt irgendwie schieben oder sowas. Wegziehen, hochziehen, oder schieben. Irgendwas kann man jetzt machen damit, oder was, eine Spinne, oder eigentlich kurz. Da weiß ich nicht mehr, ja. Wurde auch nicht erklärt, wie man macht. Aber hier kann man nicht schieben, ich glaube, man muss ja einfach dann nur nach links schieben. Ja, nicht, ja, da brauchen wir nichts zu machen. Ja, Mini, wir machen da. Ja. Auf jeden Fall, die muss dann nach links. Eigentlich müsste sie nach links, keine Ahnung, wie sich das Ding da bewegen lässt. Habe schon ein paar Knöpfe rumgedrückt, erstmal bis das passiert ist. Wird wahrscheinlich jeder, der erstmal spielt, auch passieren. So, jetzt müsste aber mal klappen hier. So. Da war schon klar, dass man da nur in das Ding rein kann, wo der Fall war. So, es geht hier schon mal die Port auf. Tür auf. Essen wir. So, jetzt kommen wir wieder darauf. Ja klar, überall schön immer die Wände verkratzen. More good news, sir. So. We found a milkerizer. We should restore our ship milk supply. Haben wir gute Nachrichten. Wir haben einen Mechanizer gefunden, okay. So, ja klar, hier war wieder so eine Bombe. Na gut, jetzt kann ich. Läuft heute wieder, okay, gut. Milchkapazität erhöht, okay, Milch hat man, ja klar.
Gut. Ich glaube, hier noch so ein fliegendes. Fliegende Laus. Ja. So, dann klar, kann man sich hier immer wieder verbessern. Geht ja hier, wie gesagt, eine Demo hier auch. Jetzt haben wir hier so ein Schutzschild. Oder kann man da noch schießen? Weiß ich schon gar nicht. Das Schutzschild müsste es eigentlich nur sein. Ist ja klar, die ersten Mal hier achten wir auch nichts. Ja, nur Scheiße am Bauen. So, da gibt es hier so Kletterpflanzen, hier mit so Händen, die dann die Kugel einsammeln und irgendwo anders hin befördern. Die müssen erstmal da reinkommen. So, die Schatten, die schnappen der Traumschiff hoch. Was man da machen kann, weiß ich nicht. Na, hier ist jetzt klar, dass jetzt die Kugel dann nach links muss, nach rechts runterfallen muss, über das Holz. Da ist nerven, weil die Hände, Kletterpflanzen, dann nerven, aber. So, jetzt müsste aber oben das Ding sich wieder regeneriert haben, da so ein Pfeil, damit die Kugel nach unten kommt. Ja. Ja, so kann man auch machen, Manny. Wir toll hingekriegt. Hamilton! Ja. Und tja, geht das halt immer so die ganze Zeit so weiter. Irgendwann kommt da noch andere Stellen hier. Wenn überhaupt. Das hab ich mir falsch gemacht. Ja, das läuft damit immer gerade so, wie man es dann haben will. Ja, trotzdem runter befördert. Na, Hälfte Energie verloren, egal. Ja, na, ja, toll. Ja, irgendwann hat man da drauf dann noch keinen Bock mehr, einfach mehr gehabt. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, wo dran gelegen hat, ja. Hat immer so toll reagiert hat oder was. Die Zacken nie richtig runtergeflogen sind. Oder mal einfach das Dumm war dafür. Ja. Weiter unten nach links fliegen, dann wird die Zacke da richtig reingeflogen. Naja, das sieht halt manchmal so Sachen. Zweitmal weiß man immer besser. Ja, keine Ahnung, warum das jetzt nicht ging. Hätte ja nicht klappen müssen. Naja, Pustkuchen. Also jetzt hätte man da ein anderes Flugzeug holen können. Habe ich noch gemacht. Aber man kann hier, was? Habe ich gerade mit der weißen Schutzschild, habe ich gerade hier die Hand geschlagen. Weiß ja noch nicht mehr genau, ob das da im Video da war. Naja, bin ich mal so halbwegs weitergekommen. So, was jetzt hier wieder Punkte. Energie voll. Ja, jetzt habe ich ja wieder genug Energie, für wieder irgendwo gegen zu fliegen. Passt ja. Na, also, es kommen hier noch hier so Geröll runter. War die Geröllhammer. Da, scheiß Hände da. Da muss man es einsammeln, weiß ich nicht. Sehen wir jetzt hier eine Stelle, kam ich auf jeden Fall jetzt nicht weiter. Keine Ahnung, ja, kann man mit dem Schutzschild die Dinger irgendwie abblocken. Wahrscheinlich, dass die oben hier die lilanen Dinger kaputt machen. Also kann ich mir gut vorstellen. Gepackt habe ich natürlich nicht. Ich wüsste gar nicht, ob das stimmt. Aber da selber Moment, wenn man jetzt am Spielen war, ja, keine Ahnung, ey. Da denkt man da nicht immer so dran. Jetzt im Video kann man sich das gut vorstellen. Da hier, die Dinger werden ja immer hochgeschossen, die explodieren. Irgendwann muss man ja wohl kaputt machen, damit da die Pflanzen weggehen. Wahrscheinlich echt oben, dann liegen Dinger. Okay, er sagt, warte, hab ich noch gefallen mit lecken Nieren. Und dann verabschiede ich mich und euch noch einen schönen Tag. Und dann schon mal das nächste Mal wieder. Tschüss, das war's. Bis dann, gell?